Hallo ihr Lieben da draußen, heute hier vom Dark Rock Festival in Burscheid. Burscheid, ja, das ist in Nordrhein-Westfalen. Kennt man nicht. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Also, es ist Burscheid bei Köln. Nein, das ist völlig verkehrt. Burscheid ist bei Leverkusen, ja. Und im Übrigen, das fängt ja schon mal gut an. Hier neben mir auf der Couch, zur Linken, und wir passen eigentlich gar nicht wirklich auf die Couch zusammen. Er hat zugenommen, ich habe zugenommen. Nein, er hat abgenommen. 15 Kilo. Das ist nicht wahr. Hallo. Nein, das glaube ich nicht. Also dann haben wir uns wirklich lange nicht gesehen. 10 Kilo abgenommen. Also ey, du kamst mir in Augsburg letztes Jahr, wo war das, im Kulturhaus Abraxas, gell? Ja, im Übrigen, das ist Rick Yu von Herzparasit, heute hier auf meiner Couch mal wieder. Kulturhaus Abraxas. Mhm. Und jetzt Burscheid Megafon. Bei Lost in die Seier war das. Auch ja, von genau. Ecozone, eine ja, schöne Band. Genau, ja, aus Österreich, ne? Aber wir reden heute hier nicht um Lost in die Seier oder wie auch immer und über andere schöne Ecozone-Bands, sondern über euch, über Herzparasit, über dich und deinen Mann. Ihr habt euch verstärkt, ne? Also ja, so als festes Mitglied ist irgendwas passiert. Wir waren ja immer zu zweit offiziell, also El Toro und ich, so die Zugpferde. El Toro ist der Klampfenmann. Also, genau, ne? Der also, macht die ganze Musik. Ja. Ohne ihn wäre ich nichts. Und hatten live immer Mr. SM also, am Schlagzeug. Stopp. Also, nee, Rick Yu, also dieser Spruch, also entschuldige, dass ich dir der jetzt ist so reinfahre. Dramatisch, ne? Nee, der ist nicht dramatisch, der ist einfach abgedroschen. Wisst ihr, wie viele Leute mir im Musikbereich sagen, gerade Sänger, ne? Ich wäre ohne den nichts und der wäre ohne mich nichts. Ich kann kein einziges Instrument, wie du vorhin schon an der an Piano gehört hast. Ich kann keine Musik schreiben und ich kann auch nichts komponieren und nichts aufnehmen. Das heißt, ohne ihn wäre ich tatsächlich nichts. In Bezug auf Herzparasit. Also Herzparasit würde es nicht geben. Ja. Dann hatten wir immer Mr. SM am Live-Schlagzeug und am Bass Enyo. Ja. Und wir haben gesagt, Enyo will weiterhin Live-Musiker bleiben, aber Mr. SM will jetzt in die Band nach 3 Jahren treu. Und dann haben wir uns entschieden, dann sind wir mal zu dritt offiziell. Also das heißt sozusagen, 3 Jahre lang gab es letztendlich keinen Besetzungswechsel bei euch, oder? Also so in der Liveband, ist das richtig? Oder? Uns gibt es ja seit 2008 und da gab es immer ganz viele Wechsel, immer irgendwelche Leute, die mal bei Lacrimas gespielt haben, zum Beispiel Lacrimas Befundere. Ja. Der wollte dann halt irgendwie Kohle und das hat es dann zwischenmenschlich nicht verstanden, haben wir immer so geguckt und Wechsel, aber doch so um die 3 Jahre ist das jetzt fest oder vielleicht sogar 3,5. Ja gut, zum Anfang ist es auch immer so, man muss ja zusammenwachsen und ich weiß nicht, wie war denn das bei Herzparasit damals zum Anfang? War es euch klar, dass ihr diese Musik macht, die ihr letztendlich jetzt macht und zelebriert live und auf eurer Scheibe zum Beispiel, dass er die durchzieht und dass das sein soll soundtechnisch? NDH sage ich mal, ganz grob, ist ja sicherlich viel mehr. Von Anfang an war auch klar, dass wir eigentlich nur eine Zwei-Mann-Fraktion sein wollen und halt Live-Musiker haben. Und dass wir uns verstärken, ist ja, man ändert sich ja. Die Musik hat sich nicht wirklich viel geändert. Das war schon immer die Musik, die hier rauskam. Und ob das jetzt NDH ist oder Metal mit deutschen Texten oder Elektro-Rock oder Industrial-Metal, ich weiß es nicht. Das sollen die Leute entscheiden. Ja. Wir machen das, was wir wollen. Und richtig. Das wird beim neuen Album, was wir jetzt auch planen, das From Lemma wurde ja letztes Jahr veröffentlicht bei Ecozone. Ja. Beim neuen Album wird es textlich mehr in eine Richtung gehen, gesanglich sich etwas verändern und sicherlich auch musikalisch. Das wird, glaube ich, ein bisschen heavier. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wo du gerade sagst und so, ne, From Lemma etc., Ecozone hin und her, es ist ja dann doch auch noch einiges passiert. Ihr habt ja dieses Album auch, sag ich mal, ausgiebig betourt. Mit wem wart ihr denn da auf Tour? Und hast du das Gefühl, dass das für euch als Band so irgendwie ein Würfelbecher, zack, bumm, und Herzparasit sind immer besser durch die Tour gestellt? Als Band wahrgenommen, also in der Presse und so weiter? Bei den die große Tür dieses Jahr, die du meinst, war mit Umbra, Demago, und Traumtänzer. Genau. Also Umbra war Headliner, dann Traumtänzer und dann wir. Ich sag's mal so, das war die Jubiläumstour von Umbra. Umbra, Demago ist eine Kultikone. Ja, absolut, ja. Leider, dadurch, dass sie keine Fetischshow mehr machen, haben sie viel an Publikum verloren. Das zeigt mir, das waren nie richtige Fans, sondern wir haben nur die 6 SM-Show gesehen. Es war recht gut besucht. Die Clubs waren mittelgroß. Manche Städte waren voller, manche waren nicht so voll, manche waren überfüllt. Und wir kamen, das Blutmanns hat recht gut aufgenommen. Viele waren halt, wollten halt diesen alten Grufti-Rock hören. Wir sind dann halt ein bisschen die andere Richtung, aber viele fanden das ziemlich erfrischend und gut. Also ich weiß nicht, ob wir deswegen besser gestellt werden. Wir haben auch mit
Stahlmann oder Hämatom getourt, ja, das passt ja, halt ein ja, bisschen mehr. Da und Moment, kerniger. Mit Megahertz hat der auch schon live gespielt, oder? Ja, oder und ja. Eisbrecher glaube ich auch schon. Nee, Eisbrecher nicht. Eisbrecher nicht. Ja. Nur Megahertz und Stahlmann. Ja, tut mir leid, also dann habe ich das hier ja, die kann man ja mal verwechseln. Kann ja mal passieren. Nochmal auf die Tour zurückzukommen. Ja? Ich meine, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Welches Konzert ist euch als Band Herzparasit von dieser Tour? Ja, von der Umbra-Tour? Ja, von der Umbra-Tour jetzt mal so richtig, so als absolut, boah, das ist ja zu geil. Also so von, boah, ey, das hat mich beeindruckt. Was war denn das für ein Gig und wo war der? In Leipzig war es so, dass wir da angekommen sind. Wo habt ihr gespielt? Im Anker? Oder, im Anker, ja. Okay. Im Anker. Ja. Haben gedacht, was ist das für ein geiles Teil? Ja. Wenn das voll wird, wäre schick. Es war nicht komplett voll, aber es war mindestens halb voll und wirklich auch gut gedrückt. Das war schon so was, Leipzig, da brodelt halt der Osten. Ja, ja. Das hat uns sehr gefreut und ging auch wirklich gut ab, auch von den Verkäufen hinterher. Ja, in Berlin ist mir ja das Band vorgerissen, also in meinem Fuß sind mir alle Bänder gerissen auf der Treppe. Das ist deswegen in Erinnerung geblieben, weil ich trotzdem irgendwie versucht habe, Augen zu und durch. Und es gibt da auch eine Aufnahme auf YouTube, ein ganzes Konzert. Und viele sagen, hat man nicht gemerkt. Und das finde ich schön. Das freut mich. Da war nochmal der Adrenalinstoß. Ah, geh durch, weil ins Krankenhaus kannst du jetzt nicht. Und München, komischerweise, die Heimat, die sonst immer abgefuckt hat, weil man da so oft gespielt hat und München leider von der Szene nicht so der Hit ist, eigentlich traurig, die war komischerweise richtig geiler Gig. Gut, aber... Mit Umbra. Ja gut, aber warum? Vielleicht liegt es ja... Was heißt warum? Vielleicht liegt es ja nun auch... Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht haben wir dann auch mehr Fans in die Heimat gezogen, kann auch sein. Das war klein, aber fein, aber... Wo habt ihr gespielt in München? Backstage Club. Okay. Die Leute haben so viel gekauft wie noch nie in unserer eigenen Stadt. Das habe ich nicht gecheckt, weil sonst war München immer... Weißt so du, du bist ja... Bist du ursprünglich in München? Nee, ich bin in Karlsruhe geboren. Okay. Also sozusagen auch aus der Heimat von Umbra, dem Mago. Genau. Mozart kommt ja aus München, lebt jetzt in Karlsruhe. Bei mir ist es umgekehrt. Ich komme aus Karlsruhe, lebe in München. Hab dann auch gesagt, ey, das ist so irrwitzig, wir müssen was zusammen machen. Dann habe ich bei ihm seiner Lesung vorgelesen von meinem Buch und letztendlich dann halt aufgelegt mal auf ein paar DJ-Sets mit ihm und dann halt die Tour. Okay. Ja, also alles in allem eine gute Erfahrung, diese Tour. Und hammer geil. Aber er spielt wirklich ja auch abseits von dieser Tour, habt ihr ja einige Live-Konzerte gespielt. Und Berlin, komischerweise, das merke ich immer im Online-Bereich oder dann, wenn ein Herzparasit ins Auge stößt, irgendwie Berlin hat für dich persönlich irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Woran liegt das, dass du unwahrscheinlich gerne nach Berlin fährst? Weil es auch gut informiert, du. Ja, klar. Wo hast du deine Spiele? Ich sag mal so, ich fühle mich immer als Berliner, ich weiß auch nicht warum, ich bin da so oft gewesen in meinem Leben und die Stadt hat was Magisches, was Dreckiges, was München nicht ist. München ist halt sauber, zünftig, dafür wunderschön von den Häusern und von den Städten. In Berlin ist halt alles ein bisschen Mischmasch. Ja. Pulsiert mehr, ich weiß nicht, das hat sich einfach ergeben und komischerweise haben wir in Berlin zweimal das Blackland gefüllt, zwar mit Hilfe vom Support, aber ich verstehe das nicht, da kommen 100 Leute in einer fremden Stadt, da hast du ein Street-Team, das dich unterstützt, ein Fanclub und in München, deine Heimat, vielleicht 30, 40 wahre Fans, die kommen aber auch nicht. Man kann es eigentlich, also ich selber komme ja genau wie du, nicht aus dem Münchner Raum, aber ich lebe dort seit vielen, vielen Jahren. Okay. Und es ist tatsächlich so, also die Szene ist irgendwie in München, die geht da völlig vorbei. Außer spielt man Top-Act, dann kommen sie natürlich. Okay, aber so diese, das Undergroundige und so weiter oder Bands, die auf dem Weg nach oben sind, die werden irgendwie teilweise völlig ignoriert und ich frage mich immer, oder die bekommen gar keine Möglichkeit, dort zu zocken. Ja, das wird ja noch schlimmer mit der GEMA. Dankeschön, liebe GEMA. Ja, Mundtot hat auch gesagt, dass... Die haben das gleiche Problem wie wir. Die spielen in München, sind Münchner. Man spielt da vielleicht 10, 20 Mal am Anfang in kleinen Clubs. Dann hat man alles irgendwie durch. Mhm. Spielt man vielleicht einen größeren Gig in München, aber viel mehr gibt's dann nicht. Und dann will auch kein Veranstalter dich nochmal haben, weil der sagt dann, wir hatten dich doch schon letztes Jahr. Und da waren nur so und so viele Leute da. Mensch, unsere Fans in Deutschland verteilt, tut mir leid. Das kommt eben durch das Internet, durch verschiedene Touren mit
größeren Acts, da wirst du halt in Deutschland. Ja, aber wir haben ja, also ich bin ja der Meinung, weißt du, wir haben jetzt hier noch darüber gesprochen, über dieses spezielle, es sind ja auch noch so vieles andere. Entschuldige, das live ist doch eh langweilig. Ja, nee, eigentlich ist live überhaupt ja nicht langweilig. Ich wollte, das ist nämlich meine nächste Frage eigentlich. Live. Du machst ja nicht nur Musik, sondern du schreibst auch. Ach komm, jetzt kommt er hier mit. Nein, ist doch um HP, Mensch. Nein, nee, hör mal, ja, trotzdem. Aber es ist ja nicht nur Musik, ja, und es sind nicht nur die Texte, die du ja verfasst für Herzparasit, sondern es ist ja viel mehr. Du bist teilweise auch im Schauspiel unterwegs, machst dort Sachen. Gibt es da irgendwie gerade irgendwie ganz kurz vielleicht als Randinformation, was speziell über dich als Künstlerin zu berichten? Ich definiere mich immer mehr über HP, aber es stimmt schon, das, was ich mache, ist neben HP, also Herzparasit. Ja. Ich habe viel Musicals gemacht. Letztes Jahr habe ich bei Horrorladen mitgespielt, im Backstage, die Killerpflanze. Mhm. Dann schreibe ich jetzt meinen neuen Roman und ab und zu lege ich auf und moderiere, also so diese Geschichten. Okay. Und lebst du ausschließlich von den unterschiedlichsten Künsten? Schön wär's. Ja. Ich habe eine Zeit mal tatsächlich im TV meine eigene Show gehabt. Ja. Wer rausfindet, wo ich meine eigene Show hatte, bei zwei Sendern, der kriegt von mir ein fettes Herzparasit-Merch. Das muss man erstmal rausfinden, das ist nämlich lange her. Also du immer mit deinem Herzparasit-Merch. Nee. Also mir kommt es manchmal so wirklich vor, als ob schon die ganze Welt, beziehungsweise ganz Deutschland vergiftet ist. Mal, ja, absolut. Wir wollen die Leute ja vergiften. Jetzt, das macht man eigentlich nicht, wenn man mit jemandem von einer Band spricht, in der er ja selber ist, und dann eine andere Band anspricht. Aber du bist jetzt selber dran schuld, weil du hast vorhin auch Mundtote angesprochen und schon jemand anders erwähnt, die Marco zum Beispiel. Es gibt eine Band aus Österreich, die heißt dann nicht Herzparasit, sondern Krankheit, genau. Gesundheit. Und die machen ja, die infizieren auch auf eine gewisse Art. Ja, ja, ich habe mich schon beschwert bei denen, was das soll. Aber tatsächlich haben die ihren Slogan, lass dich infizieren. Ja. Die kannten infizier uns vorher dich nicht. Ja. Also ja. Die kannten das, lass dich vergiften, ja, und Herzparasit nicht. Und wir sind jetzt richtig dicke. Ja, darauf, also ich habe das auch dank Internet, aber im Internet kriegt man ja sehr viel mit, habe ich natürlich mitbekommen, dass der Frontmann von Krankheit in München, der Christian Breuer, also Chris Breuer, aus Österreich, da mal einen Abstecher zu dir gemacht hat. Ja. Und ihr habt euch gegenseitig interviewt. Fand ich kann halt gut blasen, weißt du? Deswegen ist klar, dass man da auch von Österreich zu mir kommt. Ja, klar, ja. Mir geht das ähnlich. Also deshalb, egal, ist ein anderes Thema. Worauf will ich jetzt hinaus? Ach ja, ihr habt euch planen. Fragen gestellt. Du hast ihn über Krankheit befragt und er hat dich über Herzparasit gefragt. Aber jetzt für mich eigentlich das Entscheidende. Wann gibt es den ersten gemeinsamen Song dieser beiden Bands? Frag Jörg. Nee, Jörg hat schon gesagt, er ist da bereit. Ich sag nur so viel, früher nächsten Jahres gibt es zwei Special-Duette. Herzparasit featuring jemand und Herzparasit featuring noch jemand. Das kann man sich jetzt überlegen. Das machen wir dann Doppel-Feature als Download-Paket, bevor dann das neue Album nochmal kommt. Also früher im nächsten Jahr. Also es ist fleißig, eine Menge, wo ihr jetzt gerade arbeitet. Neues Album ist nicht am Start, sondern ihr seid dauernd dabei. Ja, genau. Merch seid ihr so und so grandios aufgestellt. Ihr habt ja wirklich einen Haufen zu. Weil du ja meintest hier vorhin immer Merch, das meintest du mit den ganzen Aktionen, die wir im Netz machen, oder? Ja, also ja, aber das ist halt wichtig in der heutigen Zeit. Ja, das ist absolut wichtig. Ich sehe das ganz genauso. Wir von Egozone sehen das ganz genauso. Man muss präsent sein, ja. Um einfach der Welt, der digitalen Welt da draußen mitzuteilen, hallo, wir sind da. Und wollen euch vergiften. Ja, und wollen euch vergiften. Ja, das machen halt wenige Bands. Wir legen meistens drauf, um den Fans halt eine Aktion zu bieten, schreib uns an, mach das und das und du kriegst von uns ein Meet and Greet und ein ganzes Paket. Ja. Blackland hast du vorhin angesprochen. Ja, da Berlin. Kursieren ja einige Live-Clips im Internet. Ne? Dieses Konzert wurde, glaube ich, von Anfang bis Ende mit. Nee, das ist das K17, meinst du? Berlin. War das K17? Jedenfalls, ich freue mich heute sehr auf euer Konzert, weil aus dem einfachen Grund. Du uns noch nie live gesehen hast. Ich habe euch erstens noch nie wirklich live gesehen und das nächste ist, also nicht, dass du jetzt beleidigt bist oder mich hier jetzt schlägst, aber ich will dich live direkt hören. Weil ich mir manchmal denke, kann dieser Mann denn überhaupt singen? Tatsächlich. Wie bezeichnest du dich? Bist du der Meinung, du kannst singen? Oder ist die harte Sprache, also so wie du dich ausdrückst und die Tonlagen, die du einschlägst während des Performs, ist das eher
eine instrumentale Unterstützung der Instrumente von Herzparasit. Wie würdest du das einordnen? Würdest du dich als Sänger bezeichnen? Ich würde mich weder als Sänger noch als Schauspieler noch als Musiker bezeichnen. Ich komme vom Musical. Ja. Das heißt, ich habe jahrelang Musicals tatsächlich gesungen. Okay. Also wirklich Gesangsrollen, ohne zu tanzen, natürlich mit Schauspiel. Ja, ja, ja. Komme eigentlich also so aus dem klassischen Bereich. Phantom der Oper und solche Geschichten. Durch die, durch das dreckige, runde, erdige, was Herzparasit ausmacht, ist es sicherlich so, dass die Show extrem anstrengend ist, weil ich sehr viel bewege, sehr viel auch anhabe. Leuchte, Laser überall, die Dinger sind überall heiß und schwer drangeschweißt teilweise. Dass sicherlich dann auch die Stimme das ein oder andere Mal leidet. Und das Video, was du meinst, ist, glaube ich, das 6. Konzert gewesen von der Tour mit Bänderriss. Ich denke, dass da wahrscheinlich die Stimme extrem gelitten hat. Ob ich gut singen kann, so einen anderen entscheide. Ich singe gerne. Okay. Ich finde, dass ich es recht gut mache. Also ich finde ja, ich weiß nicht, ob Sie, ihr oder wer auch immer da draußen hinaus ist, dass er dazu hier der Review genug Stellung bezogen hat. Eigentlich auch eine fiese Frage von mir. Ich meine, das ist böse, ist einfach, ne, ist Geschmackssache. Ja, genau. Ton kann man treffen oder nicht. Genau. Der eine findet es. Weißt du, was mir bei dir auffällt, also dass du dich tätowierst, dass du, man sieht, zeig mal deinen Arm hier, Herzparasit, das ist ein ganz klares Zeichen, er steht völlig dahinter. Was aber auch hinter dem, nicht hinter der Band, sondern hinter dem, was es aussagt, das muss man auch noch dazu. Na, das ist ganz klar, ne? Also da gibt es ja auch eine ganz klare Geschichte. Ganz kurz vielleicht, erzähl doch den Leuten da draußen noch mal. Es geht einfach um die Angst vom Loslassen. Herzparasit ist jemand für mich, ist kein Viech, sondern ein Mensch, der an anderen Dingen, anderen Menschen oder Gedanken hängt, klebt, sich festsaugt. Mhm. Wenn es dazu kommt, loszulassen oder sich zu distanzieren von dieser Sache, an der man hängt, fängt die Angst an. Da kommt die Angst durch die Panik, Angst vorm Alleinsein, Angst vorm Schmerz, Angst vor der Kälte, Angst vor der Sprachlosigkeit. Und das macht Herzparasit aus. Also diese Panik, diese Angst, diese Furcht. Und lass dich vergiften ist der Leitspruch. Gift kann auch was Verführerisches sein, aber auch eben das Gegenteil erzeugen, nämlich zusammen festgepresstes Kleben für alle Zeit, wie so ein Fötus an der Mutter. Das ist nicht so schön. Das kommt alles von der Scheidung meiner Eltern, die ich erlebt habe. Nach 5 Jahren hat man sich erst getrennt, obwohl es nicht mehr ging. 5 Jahre davor schon. Was hat die zusammengehalten? War es die Angst? Frage. Das ist die Geschichte dazu. Jo. Du bist ja unter anderem auch ein bisschen behangen mit Schmuck der unterschiedlichsten Art. Du hast Armbänder, du hast ein paar Ringe. Die Ringe gefallen mir besonders. Welcher mir heute ganz besonders aufgefallen ist, das ist dieser Ring. Meine Frage, gibt es zu jedem einzelnen Schmuckstück, was du so trägst, deine Kette und so weiter, gibt es da eine Geschichte, eine Bedeutung, einen Anlass? Oder hat dieser spezielle Ring für dich eine ganz besondere Aussage, weil du ihn jetzt nach außen, ich sage mal, zur Schau trägst? Oder also warum gehört er zu dir? Bei den Tattoos ist es definitiv so. Bei den Schmucken muss ich ehrlich sagen, es ist nicht so krass wie bei den Tattoos. Das ist einfach ein Schmuckstück, den habe ich aus London importieren lassen. Ich weiß nicht, ob du mal ranzoomen kannst. Der ist einfach genial, den trage ich natürlich nicht jeden Tag, das ist jetzt nur zum Protzen. Mhm. Ja. Das zum Beispiel, das Tatzenkreuz, Templerkreuz ist leider oft negativ belegt, eisernes Kreuz und jetzt dieser Verrückte aus Norwegen, glaube ich, hat ja auch einen auf Templer gemacht. Mhm. Hat aber, wenn man es genau bedeutet und die Bedeutung weiß, eine ganz andere. Templer sind ja keine Nazis oder keine Amokläufer. Mhm. Ja, und sonst, ja. Ich trage es halt gern, wenn es mir gefällt. Ja. Okay. Wie soll ich das jetzt formulieren? Ihr seid ja auf der Bühne geschminkt. Also ziemlich durch die Bank. Geschminkt? Ja, kann man das. Na doch, doch. Ja, also sonst sind wir ja ziemlich hässlich, deswegen müssen wir uns ja schön machen. Also, sonst rennen ja alle Leute weg. Ja. Und so sehe ich ja auch nicht auf. Zweimal Kartoffelbrei mit Ringewürstchen, danke. Bitte dreimal. Dreimal. Er ist zwei, ich eine. Nee, also hat das für euch. Ist das für euch eine Sache, weil das viele andere machen? Seid ihr klischeeverhaftet oder ist es einfach für euch sowas wie, okay, Job ist Job und hier bin ich
Hier bin ich völlig ohne mich zu verstellen und ich brauche aber meinen Rückzug. Und wenn man, also ich sage so gerne, wenn man sich irgendwie was anmalt oder was oder eine Brille mit dunklen Gläsern aufsetzt, dann zieht man sich ja zurück, man sieht alle anderen. Ist aber genau, was hat das eine besondere Aussage für euch als Band, für dich speziell oder macht ihr es einfach nur, weil es halt auch zur Musik passt? Letzteres. Das sind wir privat und das ist eine Rolle, die wir mit vollem Herzen spielen, so gut wie es geht, aber es ist eine Rolle. Wir geben zu, so sind wir natürlich nicht. Ja. Das sehen die Leute, wenn wir von der Bühne kommen und die zu uns kommen und sprechen. Eine Maske mit vielen Löchern, also durchlässig, und weil ich finde, optisch musst du heutzutage was bieten, sonst geht keiner mehr zum Konzert. Wer zahlt 20, 30 Euro für was, wo er nur die Musik hört, kann gleich die CD reintun. Okay. Also das sind die zwei Aspekte. Mhm. Optisch finden wir es halt, ein bisschen Aufwand sollte sein, deswegen auch die LEDs und Laser. Ja. Habe ich auch jetzt so noch nicht gesehen, dass jemand die am Körper so trägt in der Szene, wenn dann halt eher oben mit Feuer und so Zeugs, darauf verzichten wir eher. Aber sehr publikumsnah, ich gehe ins Publikum immer rein, was auch viele erschreckt. Ja. Wenn man die dann anleuchtet mit so grünen Lasern oder ein Herz, LED, was da so rausschimmert, dann finde ich, das ist schon geil. You know what's hinter dir. Sie nimmt dich ins Visier. Willst du dir auf einen Vieren kriechen? Sie findet dich überall. Du bist ihr Spielball. Sie hört niemals auf. Also komm los, lauf! Aus dem Abgrund der Not schreit es in die Nacht hinein. Doch du bist längst tot. Sie will ziemlich dein Begleiter sein. Die Angst lenkt dich ein. Die Angst wird immer bei dir sein. Ja, ihr spielt ja heute hier im Burscheid, im Megafon. Also ich meine, es ist jetzt nicht wirklich mehr lange hin bis zu einem Auftritt. Was erwartest du dir heute von der Show? Denkst du, es wird ausreichend gut besucht sein? Keine Ahnung, ich lasse mich komplett überraschen. Okay, alles klar. Und wie ist das vielleicht zum Abschluss noch in dem Bereich Live? Wie ist das für dich oder für euch? Stehen 20 Leute da oder 200 im Publikum? Die 20 Leute, die rocken gnadenlos zu eurer Musik, ja. Headbenchen, reißen sich die Kleider vom Leib oder was ist der Geier was? Und die 200, die da sind, die wippen maximal mit dem linken Zeh. Was ist lieber, wer oder mir? Meinst du jetzt? Ja. Wir hatten von 5 bis 5.000. Natürlich nicht wie alleine 5.000, halt auch Festivals oder... Auf der Antidemo hatten wir 10.000 in München, haben wir die Antidemo, Phantom-Demo eröffnen dürfen. Geil. Du, wenn da 5 Leute stehen, natürlich ist es halt nüchtern, aber ich finde, die Leute haben gezahlt, denen solltest du Respekt bringen, die am besten dir natürlich auch, nicht einfach umdrehen und den hier zeigen zu der Band. Du musst halt Gas geben, egal wie viele Leute da stehen. Mein Geheimrezept ist, als Musiker hast du nun mal eine Show abzubauen. Es ist so, egal wie welche Leute da stehen. Ja. Dann kann man natürlich schauen, wie ist die Stimmung. Wenn sie nicht so toll ist, dann muss man halt wieder ankurbeln und sagen, ja gut, wir spielen das jetzt durch. Aber eine gewisse Leidenschaft sollte immer da sein. Also, dann haben wir es. Vielleicht zum Schluss, gibt es noch irgendwie was zu sagen zum neuen Album eventuell? Das ist, glaube ich, noch zu früh. Gibt es irgendwelche neuen Videos, die in der Planung sind von Herzparasit, Studio, Live oder wie auch immer? Ja, also Angst fängt dich ist ja jetzt das Letzte, relativ neu noch. Guckt es euch gerne an, da kommt auch El Toro. Das gibt es ja nicht. Zu spät, aber zu spät, zumindest ist er da. Ja. Vielleicht El Toro kommt doch mal ganz kurz. Ja, der soll noch mal ein Wort im letzten Satz sagen. So ganz vielleicht El Toro grüßt dich. Der Glanzenkönig von Herzparasit.
Ja, schön, dass du es doch noch geschafft hast. Ach, also, die Autobahn, ne, ja, das ist ja Badal, Wahnsinn. Ruhrpott. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Zeit lang erzählt. Ne? Vielleicht sagst du ihm ganz kurz, was ich von dir wissen wollte. Er wollte wissen, ob du schwul bist. Darauf habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Er macht mir immer am Schwanz rum. Ja. Ja? Ja. Nee, also, was wolltest du wissen? Lauter Schwachsinn. Wie die Tour war. So meine ich das ja eigentlich gar nicht. Wie die Tour war. Nein, ich meine jetzt zum Abschluss. Ja, was so. Es da Neues noch gibt. Genau, was planen wir noch? Noch ein, zwei Sätze zu dem, was kommt. Genau. Was kommt? Neue Songs, oder? Ich weiß nicht, bin jetzt ganz überrascht hier irgendwie. Das zum einen, phänomenale Show ist ein Duett, Remix, was alles so ansteht irgendwie. Vorhin hier, kommen wir aus dem Kalten, muss ins Warme rein. Okay, also dann zwei neue Duette, davon einen Song, den es schon gab, neu aufgenommen, einen ganz neuen. Ja, genau. Dazu Videos, dann das Album natürlich. Wir hoffen, dass es 2014 kommt, Ende 2014, Anfang 2014, vielleicht auch Ende 2013. Vielleicht schaffen wir das auch, gut, wenn die Welt noch steht. Ja, ne, ich guck mal an. Ne? Also das ist ja so ein Ding. Ne? Also, ich glaube schon. Ja, das ist Panik. Ja, das wird sich schon alles weiter drehen. Gut. Okay, dann würde ich nochmal sagen, goodbye. Ich wünsche euch einen guten, geilen Gig hier heute hier im Burscheid. Und ihr daheim bleibt schön aufrecht und so weiter. Und Rock'n'Roll hier. Ciao aus Burscheid.